Hallo vom Fensterbrett des Küchengartens. Heute geht es mal wieder um meine Phalaenopsis-Orchideen. Und zwar möchte ich euch zeigen anhand von Beispielen, wie ihr erkennen könnt, dass eure Orchidee Wasser fehlt. Also dass sie entweder nicht genug Wasser bekommt oder nicht genug aufnehmen kann, aus welchem Grund auch immer. Hier vor mir seht ihr schon zwei Exemplare, die in verschiedenen Stadien betroffen sind. Aber lasst uns mal mit einer Orchidee beginnen, der es wirklich sehr gut geht. Und zwar seht ihr hier eine ungefähr 5 Jahre alte Orchidee, die wirklich im Zenit ihres Lebens steht. Sie hat 1, 2, 3, 4 Blütenstängel und eine schöne zentrale Blätterkrone, deren die Blätter sind saftig grün, stehen aufrecht und sind schön fest. Also man kann sie nicht biegen und wenn nur ganz leicht. Aber das ist dann auch schon ein Zeichen dafür, dass sich diese Orchidee mal wieder tauchen sollte. Dann können wir das gleich festhalten. Ein Zeichen für eine gut versorgte Orchidee sind starke, schwer biegsame, kräftig grüne Blätter. Dann kommen wir hier mal zu meinem ersten Beispiel, wo man schon eine beginnende Dehydration, also Wasserunterversorgung, feststellen kann. Bei dieser hier zum Beispiel, sie hat eine schöne Blütenrispe und hier sieht man schon, wie eine zweite, neue, aus einer Blattachsel hervorwächst. Und trotzdem sieht man hier an der Seite, wenn ich das kurz drehe, ein Blatt, was sich einkringelt, sehr weich ist und somit Rückschlüsse auf die Wasserversorgung gibt. Die anderen Blätter schauen noch ganz gut aus, aber sind nicht so starr wie bei der ersten Orchidee. Sie sind ebenfalls leicht biegsam. Das heißt, diese Orchidee fehlt eindeutig Wasser und es ist Zeit, sie mal wieder ordentlich zu tauchen. Jetzt kommen wir hier zu meinem Riesensorgenkind. Sie blüht zwar auch, wie ihr sehen könnt, aber hier sieht man eindeutig anhand dieser stark eingefallenen Blätter, die ganz weich und biegsam sind, faltig und zwar durch die Bank. Hier unten weisen sie sogar schon den Farbverlauf ins Gelbe ab, was uns zeigt, sie sterben bald ab. Und hier sieht man auch schon ein abgestorbenes Blatt, welches sich ganz leicht entfernen kann und dann entsorge. Das heißt, bei dieser Orchidee besteht unbedingt Handlungsbedarf. Ich muss mir anschauen, warum sie so schlecht Wasser aufnehmen kann. Und dann muss ich mir eine Lösung suchen, wie ich das Ganze verbessern kann, damit ich sie noch retten kann. So, und worüber nehmen Orchideen hauptsächlich ihr Wasser auf? Über die Wurzeln natürlich. Luftwurzeln hat sie eigentlich ein paar schöne. Und aufgrund dessen, dass diese Orchidee im Substrat steckt, kann ich jetzt nichts über die Wurzeln im Topf sagen. Also nehme ich sie aus dem Substrat heraus und schaue mir das Ganze mal an. Konnte die Orchidee, wie ihr gesehen habt, total leicht aus dem Substrat herausheben und der Blick auf den Wurzelballen, wenn man den überhaupt noch so nennen kann, verrät mir wirklich einiges. Ich schüttel mal hier noch von dem übrig gebliebenen Substrat ab und dann zeige ich euch das Ganze in der Nahaufnahme.
Und wie man hier sehr schön erkennen kann, hier diese silbrigen, luftigen Wurzeln, das sind eben die Luftwurzeln. Und hier diese komplett vertrockneten, braunen, kaputten Wurzeln waren die, die im Substrat gesteckt sind. Und wenn wir da genauer hinschauen, ist wirklich keine einzige sattgrüne, glasige Wurzel mehr zu sehen. Also hat diese Orchidee wirklich schon seit einiger Zeit all die Feuchtigkeit, die sie zum Überleben gebraucht hat, nur mehr über die Luftwurzeln aufgenommen und überhaupt nicht mehr über die Wurzeln im Substrat. Und das war natürlich bei der Masse an Blättern, die diese Orchidee doch hat, einfach zu wenig. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie kann das passiert sein? Was habe ich falsch gemacht, damit der Orchidee im Substrat die ganzen Wurzeln vertrocknet sind? Ich leite mir die ganze Geschichte so her, dass ich, also diese Orchidee hat, wie ihr gesehen habt, eine große Blattmasse, sie war in einem kleinen Topf und ich habe mir gedacht, ich tue ihr etwas Gutes und topfe sie in frisches Substrat um, in einen größeren Topf. Nach 3 bis 4 Jahren ist das ja nötig, weil dann natürliches Substrat wie Pinienrinde etc. einfach schon anfängt zu verwesen und in seine Bestandteile zu zerfallen und nicht mehr so gut Wasser zu speichern. Da wir uns momentan in Quarantäne befinden durch die Corona-Geschichte, war es mir nicht möglich, von meinem bekannten Hersteller das Substrat zu bestellen, was ich sonst immer verwende. Ein sehr natürliches, was aus vielen unterschiedlich großen Bestandteilen besteht. Also habe ich mich im Internet auf die Suche gemacht nach einem ähnlichen Substrat, was mir optisch so erschienen hat, als könnte es passen, habe es dann bei einem bekannten Hersteller, der auch Blumenerde herstellt und Düngemittel gefunden und habe gedacht, da tue ich sicher was Gutes. Es ist dann angekommen, es war dann nicht so natürlich, wie ich mir gedacht habe, hat sehr stark aus so Blähtonkugeln in unterschiedlichen Größen hat es bestanden. Aus Mangel an anderen Ideen habe ich gedacht, ich gebe ihm eine Chance. Das war im Nachhinein gesehen anscheinend falsch, denn dieses Substrat hat sehr, sehr wenig Wasser gespeichert, sehr wenig Flüssigkeit und ich habe nicht schnell genug reagiert, da ich mein anderes Substrat gewöhnt war und ja, so ist das anscheinend passiert. Jetzt geht es also darum, diese Orchidee zu retten. Das ist immer noch möglich und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Zuerst entferne ich mit meiner Orchideenschere alle abgestorbenen Wurzelreste. Weil die werden sich nicht mehr erholen und sind somit zu nichts mehr nütze, außer dass sich dort leicht Bakterien ansiedeln könnten. Also all diese vertrockneten, braunen, abgestorbenen, teilweise fauligen Wurzeln schneide ich direkt am Stamm ab. So, das Ganze hat sich gelichtet. Sieht nun so aus. Und hier erkennt man, dass der Strunk der Orchidee sehr lang ist. Und den werde ich nun auch unterhalb der letzten Wurzel einkürzen. So, was ihr jetzt noch hier erkennen könnt,
sind ein paar Überreste von alten Blättern, die eben abgefallen sind. Und unterhalb von diesen würde aus dem verbleibenden Stamm würden wieder neue Wurzeln entstehen. Und damit es diesen nicht so schwer fällt, sich durch diese alten Blattreste hindurch zu drücken, werde ich die nun auch entfernen. Entweder macht man das mit den Fingern oder man holt sich eine Pinzette zur Hilfe, wenn es mit den Fingern nicht gut geht. Sehr vorsichtig auch, dass man die Luftwurzeln nicht verletzt. So, jetzt habe ich diese arme Orchidee von all den Altlasten befreit. Und der nächste Schritt ist natürlich, dass ich erstens eine Wasserversorgung gewährleisten will und zweitens sie dazu animieren will, neue Wurzeln zu bilden. Das erste, was ich mache, ist sie nun einmal kräftig abspülen, damit die Blätter schön feucht sind und über die Blattoberfläche Wasser aufgenommen werden kann. Dann nehme ich mir einfach ein Einmachglas. Das wäre normalerweise, jetzt gerade mal nachschauen, steht das da wo drauf? Ja, 1 Liter. Ein 1 Liter Einmachglas. Das habe ich hier leicht mit Wasser gefüllt. Und in dieses Einmachglas setze ich nun meine Orchidee hinein. Auch die Luftwurzeln gebe ich in das Glas hinein, sodass die Spitzen eine leichte Berührung mit dem Wasser haben. Aufgrund der Blattmasse fällt die Orchidee einerseits nicht in das Wasserglas hinein und andererseits durch die Blätter wird die Oberfläche des Glases verkleinert. Und es entsteht mit der Zeit zusätzlicher Wasserdampf und der wiederum regt die Wurzelbildung an. Und zusätzlich habe ich jetzt hier noch einen Blattpflegespray, der einige Nährstoffe enthält und eine Orchidee, die eine Krise hinter sich hat, auch noch unterstützt. Das kann man auf die Blätter und die Wurzeln sprayen und das mache ich jetzt auch noch. Jetzt bleibt mir eigentlich nur abzuwarten. Einmal in der Woche wechsle ich das Wasser. Ansonsten beachte ich, dass es immer bodenbedeckt gefüllt ist, das Einwegglas. Es kann normales Leitungswasser sein. Und ich bemühe mich auch, diese spezielle Orchidee vermehrt mit Wasser zu besprühen. Da wäre entkalktes besser, um die Blätter zu schonen und keine Kalkflecken zu hinterlassen, damit sie über die Blätter immer genug Möglichkeit hat, Feuchtigkeit aufzunehmen. Und dann hoffe ich, dass sie zusätzliche Wurzeln ausbilden wird, was natürlich ein langwieriger Prozess ist. Aber dadurch, dass sie noch genug Luftwurzeln hatte, denke ich, dass diese Orchidee es gut schaffen wird. Ich werde euch darüber auf dem Laufenden halten. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da. Fragen, Anregungen, Wünsche, wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich bemühe mich, alles zu beantworten. Und sonst bleibt mir nur mehr zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen im Küchengarten. Bis dann!